Vor einigen Monaten haben wir als Familie ein Haus gekauft. Hatten das gar nicht erwartet, aber auf einmal ergab sich eine Möglichkeit und wir dachten, naja, das Haus ist eigentlich recht vielversprechend. Ein paar kleinere Renovierungsarbeiten werden wir machen und dann sind wir schon bald eingezogen. Nichts Großes. Aber wie das ja so häufig der Fall ist, dann fängt man so ein bisschen an zu renovieren und dann denkt man sich, naja, wenn wir jetzt schon mal dran sind, dann machen wir ja vielleicht doch nochmal hier ein bisschen was mehr und dann vielleicht machen wir nochmal an der anderen Stelle ein bisschen was mehr und so sind wir immer noch nicht eingezogen und es dauert, wird noch ein bisschen dauern. Vielleicht kennt der ein oder andere das, diese oder ähnliche Situation. Und jedes Mal, wenn wir dann so überlegen, okay, machen wir das oder machen wir das nicht, stehen wir immer wieder neu vor dieser Frage, ist es das wirklich wert? Ist es den Aufwand wert? Ist es die Zeit wert? Ist es das Geld wert? Und wir müssen irgendwie immer wieder neu abwägen, die Kosten und den Nutzen, den Einsatz und den Mehrgewinn. Und jedes Mal stehen wir neu vor dieser Frage. Wir kennen, glaube ich, diese Frage nach dem Wert, ob es uns etwas wert ist, aus ganz verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass sich der ein oder andere von uns diese Frage auch schon mal in Bezug auf den Glauben gestellt hat, auf den Glauben an Jesus. Ist es das wirklich wert? So wie Petrus das übrigens auch getan hat. Denn für Petrus war diese Frage nach dem Wert von der Jesus-Nachfolge, ehrlich gesagt, eine Frage, die ihn mehrere Male begleitet hat. Ein Stück weit sogar so etwas wie seine Lebensfrage, zumindest eine immer wiederkehrende Frage in seinem Leben. Ist es das wert? Und ich möchte mit euch heute drei Szenen aus dem Leben von Petrus anschauen, wo er sich diese Frage nach dem Wert des Glaubens an Jesus, der Nachfolge von Jesus stellt. Petrus' Weg beginnt in seinem Alltag. Petrus' Weg mit Jesus beginnt in seinem Alltag. Er ist Fischer in Galiläa, am See Genezareth, und dort begegnet er Jesus. Petrus' eigentlicher Name ist Simon. Erst später bekommt er von Jesus den Namen Petrus und deswegen wird er auch manchmal Simon oder Simon Petrus genannt. So auch hier. Lukas 5, lass uns mal in den Text einsteigen. Lukas 5, die ersten 11 Verse, wir lesen das ausschnittsweise. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu Jesus, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus steigt ins Boot von Petrus, denn ihm gehören diese Boote, und er predigt dann vom Boot aus zu den Menschen. Vers 4, und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und die Überraschung ist groß, erstaunlich groß. Sie fangen so viele Fische, dass selbst sie ein zweites Boot dafür brauchen. Und dann Vers 8, da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren. Und Jesus sprach zu ihm, zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen, Menschen für ihn gewinnen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Das ist ein ganz typischer Morgen im Leben eines Fischers. Zurückgekehrt von der Nachttour stehen sie am Ufer und waschen ihre Netze. Es war eine harte Nacht, sie hatten nichts gefangen. Ganz schön frustrierend, oder? Und in diesem ganz normalen Alltag
kommt Jesus auf ihn zu und fordert ihn zu etwas heraus, was er eigentlich als Experte des Fischens besser weiß. Nochmal rausfahren auf den See und nochmal zu fischen, es nochmal zu versuchen, das macht eigentlich keinen Sinn. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und in dieser ersten Begegnung, persönlichen Begegnung, die Petrus mit Jesus hat, stellt sich für Petrus das erste Mal diese Frage: Ist es das wert? Ist es den Versuch wert? Soll ich das, wozu Jesus mich hier auffordert, soll ich das wirklich machen? Kann ich diesem Jesus vertrauen? Kann ich ihm Glauben schenken? Es wäre mal schön spannend, so in den Kopf von Petrus hineinzuschauen, was in diesem Moment so bewegt hat, oder? Zu hören, was ihn überzeugt hat, was in ihm vorgegangen ist. Warum lässt er sich darauf ein? Ist es Höflichkeit? Ist es einfach ein gewisser Respekt vor einem Lehrer? Ist es die große Menschenmenge, die vielleicht noch da war und zuschaut? Ist es die Lehre von Jesus, die ihn in diesem Moment beeindruckt hatte? In irgendeiner Form hat Petrus Vertrauen zu Jesus gefasst. Und seine Antwort ist ja auch sehr interessant. Einerseits lässt er Jesus wissen, es ist keine gute Idee. Es ist wirklich keine gute Idee, noch mal rauszufahren. Wir haben es doch gerade ausprobiert. Ist nicht unbedingt klug. Andererseits aber sagt er zu Jesus, auf dein Wort hin. Irgendwas war da an Jesus dran, was ihn dazu führte, diesem Jesus doch zu vertrauen und auf ihn zu hören. Ich freue mich, dass du heute hier im Gottesdienst bist oder online zuschaust. Und vielleicht bewegt dich auch diese oder eine ähnliche Frage. Soll ich mich wirklich auf Jesus einlassen? Ist es das wert, Jesus Glauben zu schenken? Ist es einen Versuch wert? Wisst ihr, der Weg von Menschen zu Jesus hin, zum Glauben an Jesus hin, ist bei jedem Menschen sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie du aufgewachsen bist, bewegen dich mit Sicherheit unterschiedliche oder andere Fragen als jemand anders. Ich finde es immer wieder spannend zu hören, wie Menschen zu Jesus finden. Und zwei solche Geschichten von Menschen, die eigentlich gar nicht so viel von Jesus wussten und dann doch im Laufe ihres Lebens Jesus gefunden haben, sind die Geschichten von Nabil Karashi und von Daniel Böcking. Beide haben ein Buch darüber geschrieben. Nabil Karashi berichtet in seinem Buch Allah gesucht, Jesus gefunden, von seinem Weg zu Jesus. Als stark religiös geprägter Muslim aufgewachsen, beginnt er durch christliche Freunde während seines Studiums sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Und er beginnt zu vergleichen. Er beschäftigt sich mit ganz vielen theologischen Fragen. Wie ist das Gottesbild in den verschiedenen Glaubensvorstellungen, das Menschenbild, die Weltanschauung? Und auf diese Weise nähert er sich immer mehr Jesus an, weil es ihn immer mehr überzeugt. Irgendwann kommt aber dann der Zeitpunkt, wo er an einem Abend sich hinsetzt und anfängt zu beten. Und seine letzten Zweifel und seine letzten Fragen Jesus offenlegt und sich dann für den Glauben entscheidet. Und es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich habe das Buch gelesen, ich habe das Buch schon weiter verschenkt, ich habe das nicht mehr zu Hause. Es ist sehr spannend zu sehen, wie er sich dann durchringt im letzten Augenblick, sich für Jesus entscheidet, seine Zweifel offenlegt und dann für ihn entscheidet und sein Leben dann verändert, auch weiter wird. Daniel Böckings Geschichte ist anders. Er ist Reporter der Bild-Zeitung und berichtet aus Haiti. Das Buch habe ich mitgebracht. Und er berichtet aus Haiti nach dem verheerenden Erdbeben dort in 2010. Und er lebt und arbeitet direkt neben einer Gruppe christlicher Katastrophenhelfer. Und er sieht, wie inmitten dieser menschlichen Tragödien diese Katastrophenhelfer ihren Glauben leben. Wie sie beten, wie sie Menschen helfen, medizinisch versorgen. Und das weckt sein Interesse am Glauben. Und er beginnt sich damit immer mehr auseinanderzusetzen und kommt dann auch irgendwann an diesen Punkt, wo er sagt, ein bisschen Glauben gibt es nicht.
Und auch er betet zu Gott und entscheidet sich dann für den Glauben an Jesus. Es gibt nämlich diesen Punkt auf dem Weg zu Jesus, wo die Zeit gekommen ist, Glauben zu wagen. Glauben einfach mal zu wagen, den Versuch zu wagen, so wie Petrus, auf Jesus zu hören und Jesus Vertrauen zu schenken. Auch wenn es da vielleicht noch Restzweifel gibt und offene Fragen gibt. Darf ich dich heute Morgen herausfordern, Glauben zu wagen? Oder vielmehr, bist du vielleicht bereit, dich heute Morgen von Jesus herausfordern zu lassen, diesen Glauben an ihn zu wagen? Wag den Versuch, Jesus Glauben zu schenken. Wenn du gerade auf deinem Weg zu Jesus hin bist, der Annäherung zu Jesus bist, lade ich dich ein, Jesus einfach mal Glauben zu schenken. Er ist einfach nur ein Gebet entfernt. Und wir würden uns wirklich freuen, mit dir heute Morgen dieses Gebet zu sprechen. Komm einfach auf uns zu. Ich bin davon überzeugt, dass das die wichtigste Entscheidung deines Lebens ist. Es ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, keine Frage. Petrus riskierte seinen Ruf als erfahrener Fischer. Vielleicht bloß dazustehen, wenn es doch nicht funktioniert, auf irgendeinen unerfahrenen Wanderprediger gehört zu haben. Aber stellt euch mal vor, er hätte sich nicht darauf eingelassen. Er hätte niemals von ihm etwas gehört. Er wäre Fischer geblieben und nicht der Fels geworden, das, was der Name Petrus bedeutet, auf den Jesus seine Kirche baut. Sich für Jesus zu entscheiden, für den Glauben an Jesus zu entscheiden, bedeutet nämlich zu sagen, ich erkenne an, dass Gott vollkommen ist und ich ein unvollkommener Mensch, der Vergebung, der Erlösung braucht. Und ich erkenne an, dass Gottes Gedanken für mein Leben besser und wichtiger sind als meine eigenen. Ich vertraue mich Gott an. Wage den Versuch, an Jesus zu glauben. Wie Petrus, der nach dem Fischzug sich vor Jesus hin niederkniet und seine Herrschaft anerkennt. Und Gottes Herrschaft anerkennt und beginnt, ihm nachzufolgen. Das ist der Beginn der Nachfolge für Petrus. Und ich lade dich ein, wenn du noch nicht die Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen, diese Entscheidung heute zu tun. Auf diesem Weg der Nachfolge lernt Petrus sehr viel. Er hört die ganzen Predigten von Jesus. Er hört die Lehren von Jesus. Er stellt Jesus Fragen. Er bekommt Antworten. Er sieht Wunder. Er erlebt sie. Er begegnet ganz unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Er bekennt sich das eine Mal zu Jesus und er erkennt Dinge über sich selbst. Er wird von Jesus gelobt und auch zurechtgewiesen. Er ist unterwegs mit Jesus. Und auf diesem Weg mit Jesus wird er geschliffen und geprägt. Und dann kommt wieder eines Tages so eine Begegnung im Alltag mit Jesus, die Petrus ein Stück weit nachdenklich macht und ihn wieder an diese Frage vom Anfang erinnert. Ist es das wert? Matthäus 19, Verse 27 bis 29, lass uns die mal lesen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, Jesus. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Petrus stellt eine Frage, was haben wir davon? Was wird uns gegeben? Was war denn eigentlich passiert, dass Petrus auf einmal so nachdenklich geworden war? Unmittelbar vor dieser Frage gibt es eine Situation, eine Begegnung mit dem sogenannten reichen Jüngling. Und dieser Mann kommt zu Jesus und mit einer dringenden Frage. Er stellt ihm die Frage,
Jesus, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Und im Gespräch macht Jesus ihm klar, dass es ganz wichtig ist, wirklich alles für Jesus aufzugeben, Gott als Nummer eins zu haben. In dem ganz konkreten Fall fordert Jesus den reichen jungen Mann heraus, den Reichtum aufzugeben, den er hatte, und Jesus nachzufolgen. Und der junge Mann, der hat ein ehrliches Leben geführt, der hat die Gebote gehalten, das redet er davon. Und dennoch an diesem Punkt, diesen Reichtum aufzugeben, an diesem Punkt scheitert er. Er geht traurig weg, er hängt viel zu sehr an seinem Reichtum, als dass er bereit wäre, diesen aufzugeben. Und Jesus gibt zu dieser Situation einen Kommentar und er sagt zu seinen Jüngern, nachdem der reiche junge Mann schon weggegangen ist: Menschen, die so sehr an ihrem Besitz hängen, haben es wirklich schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Und die Jünger, die sind ganz verdutzt, die erschrecken darüber und sagen: Dieser reiche junge Mann, der hat die Gebote gehalten, er scheint durch seinen Reichtum von Gott gesegnet, er ist ein Vorbild. Und fragen dann, wer kann denn überhaupt dann gerettet werden, wenn nicht schon jemand, der ja so ein guter Mensch gewesen ist? Und Jesus antwortet: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Gott ist derjenige, der retten kann. Wir als Menschen können es nicht von uns aus tun, wenn wir die Gebote einfach halten, einfach gute Menschen sind. Vielmehr ist es Gott selbst, der den Weg zu uns Menschen wieder herstellt, der die Beziehung wiederherstellt, nämlich durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und dann wird Petrus nachdenklich und stellt genau diese Frage: Jesus, wir haben alles aufgegeben, aber war es das wirklich wert, dir nachzufolgen? Was haben wir davon? Und Petrus, wir haben eben die Berufungsgeschichte von ihm gelesen, der war ja schon ein Risiko eingegangen. Er hatte Familie verlassen, er hatte Haus verlassen. Er war das Risiko eingegangen, kein gesichertes Einkommen zu haben, sondern von dem zu leben, was ihnen andere geben, und davon seine Familie versorgen zu müssen. Und vielleicht bist du heute Morgen auch in dieser Situation und stellst dir die Frage mit so einem nachdenklichen Gefühl: war es das wirklich wert? Wofür mache ich das eigentlich alles? Ist es normal, dass Christsein auch schwierig ist? Kostet es nicht mich viel zu viel, mit Jesus unterwegs zu sein? Soll das Leben mit Jesus nicht einfach vielleicht nur Schönheit und Freude sein, Frieden, Gesundheit, Reichtum, Entspannung? Aber mein Leben sieht doch irgendwie anders aus. Wie passt das zusammen? Wisst ihr, in den Evangelien gibt es 5 Bilder, in denen Jesus über Nachfolge redet. Was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. 5 Bilder verwendet Jesus, die er weitergibt. Und 4 davon sind Bilder, die den Ernst und die Kosten der Nachfolge betonen. Lass uns die mal schon kurz anschauen. Da ist einmal das Bild des Kreuzes. Jesus sagt in Lukas 9, Vers 23: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jesus nachfolgen heißt auch, seine eigenen Wünsche aufzugeben und bereit sein, das zu tun, was Jesus will. Da ist das Bild des Pfluges. Lukas 9, Vers 61. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jesus nachzufolgen heißt, bereit sein zu verzichten, nicht zurückzuschauen auf das, was man alles verlassen hat, sondern nach vorne gerichtet für das Reich Gottes, auf das Reich Gottes fokussiert zu leben. Was passiert nämlich, wenn du beim Pflügen nach hinten schaust? Wenn du beim Pflügen nach hinten schaust, das ist so wie beim Fahrradfahren nach hinten zu schauen. Hast du mal versucht? Du kommst ganz schön schnell vom Weg ab und die Furche, die du ziehen willst, die wird sehr schnell ungerad. Und Jesus sagt, wer immer nur auf das zurückschaut, was er verlässt, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, sondern es geht darum, auf das Reich Gottes fokussiert zu leben. Das ist Nachfolge. Das dritte Bild ist das Bild der Familie, Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst, wirklich, Jesus sagt hier, hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst,
der kann nicht mein Jünger sein. Jesus nachfolgen heißt, ihm voll und ganz zu folgen. Jesus soll wichtiger sein als die eigene Familie. Jesus nutzt das Stilmittel der Übertreibung hier, aber er führt uns damit vor Augen, im Vergleich zu Liebe und zu Hingabe zu Jesus sieht die Liebe zur Familie schon fast wie Hass aus. Und dann verwendet er noch das Doppelbild des Turmbaus und des Königs, der in die Schlacht zieht. Lukas 14, Vers 28. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen? Damit nicht, wenn der Grund gelegt ist und er kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten. Ja, und zwei Verse weiter nimmt er das gleiche Bild und sagt, welcher König überlegt nicht, bevor er in die Schlacht zieht, ob er die Schlacht auch gewinnen könnte. Jesus nachfolgen, sagt Jesus an dieser Stelle, sollte überlegt sein, ob man wirklich bereit ist, die Kosten dafür zu zahlen. Denn der Preis für die Nachfolge von Jesus kann mitunter hoch sein. Nachfolge von Jesus, an Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen, wird dich immer etwas kosten. Manchmal mehr, manchmal weniger. Den einen mehr, den anderen weniger. Das war zu allen Zeiten so und es ist auch heute an vielen Stellen der Welt noch viel stärker so als hier für uns in Deutschland. Es kann uns Kraft kosten, es kann uns Zeit kosten, es kann uns Komfort kosten, es kann uns vielleicht den Ruf und Anerkennung kosten, es kann uns vielleicht die Karriere kosten, es kann uns Benachteiligungen bedeuten, es kann uns vielleicht Verzicht auf Geld bedeuten, es kann uns Freundschaften und Beziehungen kosten, es kann bedeuten, dass wir leiden müssen, es kann uns Verfolgung bedeuten. Der Opa meiner Frau hat 7 Jahre im sibirischen Gefängnis gesessen für seinen Glauben. Das ist gar nicht so lange her. Es kann uns Gesundheit kosten. Und es gibt auch Menschen auf dieser Welt, die ihr Leben für Jesus lassen. Und dennoch lohnt es sich, Jesus nachzufolgen. Wisst ihr, über die Vorteile des Christseins wird an vielen Stellen etwas gesagt. Hier gibt Jesus seinen Nachfolgern folgende Zusage. Er sagt ihnen, dass sie versorgt sein werden. Jesus greift auf die Sorge von Petrus, der sich Gedanken macht, ob es das wert ist. Und er sagt zu ihm, wer meint dadurch, dass er sich der Familie Jesu anschließt, dass er dadurch Geborgenheit, ein Zuhause verliert, dass er dadurch Sicherheit verliert, einen Schutzraum verliert, wer meint, dadurch wäre nicht mehr für ihn gesorgt, der kann sich getröstet wissen, dass er in der Familie Gottes ein Zuhause findet, das darüber hinausgeht, das einzigartig ist. Und dieser 100-fache Lohn ist nicht irgendwie so ein materielles Gehalt, ist auch nicht irgendwie so einfach ein Tauschhandel verlassen und dafür verlässt du deine Eltern, dafür kriegst du 100-fach mehr Eltern oder dafür verlässt du dein Haus, dafür kriegst du 100-fach mehr Häuser, sondern es ist einfach eine Verheißung für das Leben der Nachfolger. Du bist Teil von etwas viel, viel Größerem, schon jetzt und hier. Du gibst etwas auf, du verzichtest, aber das, was sich vielleicht im ersten Moment als Verlust anfühlt, vielleicht sogar nach üblichem Maßstab Verlust ist, zum Beispiel der Einsatz für Menschen in Not, ohne etwas dafür direkt wiederzubekommen, oder die Sendung in ein anderes fernes Land, um Menschen von Jesus zu erzählen, weit ab von der eigenen Familie. Das Bekenntnis zu Christus, auch wenn es vielleicht dich vor Menschen unbeliebt macht. Der freiwillige Einsatz hier in der Gemeinde, anstatt vielleicht einem Hobby in der gleichen Zeit nachzugehen. Das wöchentliche Öffnen deines Hauses für eine Kleingruppe und die damit verbundene Arbeit. All das ist vielleicht wirklich Verlust im ersten Augenblick. Aber es wird dann zu einem viel größeren Lohn. Weil dein Leben ein Leben ist, das gelebt wird für Gott selbst. Einem viel höheren Ziel folgt. Und Jesus sagt, in all dem mach dir keine Sorgen. Du wirst versorgt sein. Du wirst von allem genug haben. Du wirst Teil einer Gemeinschaft sein, um die sich Gott selbst kümmert. Und das, was im Hier und Jetzt beginnt, mündet dann im ewigen Leben.
Es beginnt schon jetzt und kommt dann zur völligen Entfaltung in der Ewigkeit. Jesu Nachfolger leben im schon jetzt und gleichzeitig auch im noch nicht. Es wäre echt toll gewesen zu wissen, was Petrus mit dieser Antwort gemacht hat. Was in ihm dann vorgegangen ist, ob er dann sich getröstet gefühlt hat, ob er dann wieder neuen Mut gefasst hat. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass Petrus weiter mit Jesus unterwegs ist. Und dass er nach dieser Frage weiter an ihm dranbleibt. Er bleibt sein Nachfolger. Und er ist sogar dann dabei, als all die anderen Jünger im entscheidenden Augenblick Jesus verlassen. Der Weg von Jesus führt nämlich nach Jerusalem, wo die Gesellschaft über die Lehren und das Leben von Jesus so stark polarisiert ist, dass die Leiter des Volkes Jesus gefangen nehmen und ihn schließlich ans Kreuz bringen. Und in all diesem, in dieser entscheidenden Situation, ist Petrus der Einzige, der ihm bis zuletzt folgt. Der ihm sogar in diesen Hof folgt, wo er dann angeklagt wird und sich rechtfertigen muss. Aber der dann auch in diesem entscheidenden Augenblick, der Petrus, der so voller Eifer und voller Versprechen vorher war, dann versagt. Nämlich als er gefragt wird, ob er auch zu Jesus gehört, sich dann doch nicht zu Jesus bekennt, sondern ihn verleugnet und angibt, nicht zu Jesus zu gehören. Und auf einmal ist diese alte Frage wieder da. Ist es das wert? In diesem Augenblick hat er es nicht überwunden gekriegt, diesen Wert zu sehen. Und er verleugnet Jesus. Im entscheidenden Augenblick war es ihm das nicht wert. Danach geht es aber doch noch mal deutlich tiefer. Und die Frage dann nach dieser Situation ist auf einmal die, für Petrus, bin ich es wert, Jesus nachzufolgen? Gibt es für mich nach dieser Verleugnung, die Petrus getan hat, nochmal einen Neuanfang? Gibt es nach diesem entsetzlichen Versagen nochmal Vergebung und einen Neuanfang? Petrus war so mit Vollgas für Jesus unterwegs. Und wenn wir die Worte lesen, die Jesus noch am Abend davor, einige Stunden davor gesagt hat, er war bereit, Jesus zu verteidigen. Er hat sein Schwert gezückt im entscheidenden Augenblick und er wollte Jesus verteidigen. Er war voll mit Vollgas für Jesus unterwegs. Er war eifrig für Jesus. Und dann fährt er so mit Vollgas gegen die Wand. Aber so richtig. Er war bereit, für Jesus alles zu geben und stolperte dann doch über sein eigenes Versagen. Und ich glaube, wir als Menschen, die vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, wir kennen so Wanderfahrungen, oder? Dass wir so mit Vollgas irgendwo gegenlaufen, wo wir merken, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Ich kenne sie auch aus meinem Leben. Wir sind vielleicht voll und gerne mit Eifer mit Jesus unterwegs. Wir setzen uns für ihn ein. Wir übernehmen Aufgaben in der Gemeinde oder irgendwo anders im Reich Gottes. Wir wachsen in der Verantwortung als Mitarbeiter, als Leiter. Wir geben gerne auch mal mehr als 100%. Es gibt unserem Leben Ausrichtung. Es gibt erfüllt uns mit Sinn, für Jesus aktiv zu sein. Und doch laufen wir als Nachfolger von Jesus dann gegen so eine Wand, die uns aus der Bahn wirft oder zumindest das Potenzial hat, uns aus der Bahn zu werfen. Es kann eine Charaktereigenschaft sein, die uns einfach ausbremst, so wie bei Petrus hier, diese überzogene Selbstsicherheit, die ihn zu Fall bringt. Es kann eine Diagnose sein, die völlig unerwartet in unser Leben tritt und unsere Planungen, die wir auch für Gott hatten, über den Haufen wirft. Es kann sein, dass unsere Ehe über Jahre nicht so läuft, wie wir es eigentlich erhofft haben. Es können Herausforderungen sein mit unseren Kindern, die uns überfordern. Es kann eine schlechte Angewohnheit sein, eine Sünde sein, die wir einfach nicht loswerden und die uns im Griff hat. Es kann ein Ziel auf der Arbeit sein, ein Abschluss, eine Position, die wir nicht erreichen, obwohl wir es eigentlich so gerne hätten.
Es kann vielleicht eine Privatinsolvenz sein. Es können Dinge aus unserer Kindheit sein, die nicht gut waren und uns als Erwachsener wieder einholen, unser Vorankommen behindern. Es gibt so viele Dinge in unserem Laufe unseres Lebens, die das Potenzial haben, uns aus der Bahn zu werfen, dazu zu bringen, den Glauben an Jesus zu hinterfragen oder ganz an den Nagel zu hängen. Und manch einem von uns, der vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs ist, geht es dann so wie Petrus. Vielleicht war das doch alles ja gar nicht so eine tolle Idee. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe einfach wieder fischen. Ich gehe einfach dahin, von wo ich herkomme. Ich gehe einfach wieder fischen. Back to the roots. Vielleicht war das mit Jesus auch gar nicht so wirklich wert. Denn genau das macht Petrus. Johannes 21, Vers 3. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Ich gehe dahin zurück, wo ich herkomme. So als wäre all das, was in der Zwischenzeit, was ich mit Jesus erlebt habe, gar nicht passiert. Ich weiß nicht, wie das Fischen gehen für dich heute konkret aussehen könnte. Aber typischerweise kann es vielleicht heute so aussehen, dass wir vielleicht, nachdem wir in unserem Glaubensleben irgendwann mal gegen so eine Wand gelaufen sind, anfangen, unseren Glauben zu dekonstruieren, ohne uns die Mühe zu machen, auch wieder zu rekonstruieren, zu überdenken. Oder vielleicht eine Haltung entwickeln, die zum Glauben, die so zum echten, hingegebenen Glauben eher distanziert ist, ihm vielleicht etwas sogar zynisch begegnet. Oder vielleicht auch denken: Ich mache einen Neuanfang irgendwo anders. Ich suche mein Heil in anderen Dingen. Vielleicht in einem anderen Religion oder in einem anderen Glauben. Vielleicht in einer anderen Ideologie, sei es politisch oder irgendeiner anderen Weltanschauung. Vielleicht einfach, indem ich mich voll und ganz der Karriere widme oder irgendeiner bestimmten Form zu leben. Oder vielleicht eine Gemeinschaft, eine Gruppe suche, die auch irgendwie mir Heimat gibt, aber den Glauben nicht verlangt von mir. Und manche leben dann ihren Neuanfang woanders mit dem gleichen Eifer, wie sie vorher für Jesus gelebt haben, bis sie früher oder später wieder gegen die gleiche Wand laufen, die ihnen vorher schon mal begegnet ist. Denn den Dingen, die in unserem Leben schwierig sind, diesen Dingen aus dem Weg zu gehen, gelingt in der Regel nur für eine kurze Zeit. Irgendwann begegnen diese Dinge uns wieder. Und wenn wir wirklich Veränderung erfahren wollen, werden wir durch diese Wand hindurchgehen müssen. Wir werden uns den schwierigen Dingen in unserem Leben stellen müssen. Und ich vermute, dass Petrus das auch geahnt hat. Dass er sich dieser Verleugnungsgeschichte mit Jesus stellen wird müssen. Dass er diese Sache mit Jesus klären wird müssen. Dass er da durchgehen muss, auch wenn es wehtun wird. Und in Johannes 21 lesen wir dann davon, wie das bei ihm ausgesehen hat. Es ist bereits nach der Auferstehung von Jesus. Jesus ist den Jüngern schon zweimal begegnet. Aber diese dritte Begegnung ist doch von einer ganz besonderen Art, gerade für Petrus. Johannes 21, Vers 3. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Oh, hatten wir schon mal, ne? Hatten wir schon mal diese Situation. Sie fingen nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da werfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Ja, das klingt auch so, wie wenn es schon mal gewesen war. Klingt bekannt, oder? Und Petrus erkennt dann darauf, dass es Jesus ist, der da mit ihnen spricht. Er stürzt sich ins Wasser, schwimmt ans Ufer. Die anderen Jünger kommen mit, paddeln ans Ufer. Jesus hat Brot vorbereitet. Sie nehmen von den Fischen und essen ein gutes Frühstück. Und dann
nimmt sich Jesus nochmal ganz speziell Zeit für Petrus. Vers 15. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Ein interessanter, ein sehr tiefer Dialog. Drei Dinge fallen hier auf. Jesus stellt Petrus dreimal die gleiche Frage. Denn dreimal hatte Petrus ihn verleugnet. Petrus muss sich seinem Versagen stellen. Er muss dieser Wahrheit ins Auge sehen. Es ist eine harte Erinnerung für ihn. Aber es ist der Weg durch diese Wand für ihn. Petrus antwortet dreimal auf die gleiche Art und Weise. Du weißt es, Herr, dass ich dich lieb habe. Petrus muss auf einmal nichts mehr beweisen. Er muss nicht damit prahlen, was er alles für Jesus tun wird, wie eifrig er sein wird. Er muss nicht mehr sagen, dass er bereit ist, alles für Jesus zu geben. Er muss keine großen Worte schwingen wie vorher. Er vertraut sich einfach nur Jesus an. Er verweist einfach nur auf Jesus und sagt, Jesus, du kennst mich. Du weißt, wie es mir wirklich geht. Trotz meines Versagens, Jesus, weißt du, dass ich dich lieb habe. Ich weiß, von mir aus bin ich es nicht wert. Aber Jesus, du weißt, wie ich es meine. Du kennst mich. Und das reicht aus. Es braucht nichts weit. Das reicht aus. Und dreimal erneuert Jesus seinen Auftrag an ihn. Weide meine Schafe. Dreifach erneuert Jesus die Berufung an Petrus, sodass am Ende auch für die alle Jünger alles klar ist. Dass keiner mehr irgendeinen Zweifel hat. Petrus ist völlig wiederhergestellt. Und die Reise der Nachfolge für Petrus geht weiter. Und das gilt auch für dich und für mich heute. Wenn du auf deinem Weg mit Jesus unterwegs bist und gerade gegen so eine Wand gelaufen bist und nicht weißt, ob es irgendwie hinter dieser Wand noch weitergehen kann. Vielleicht mit dem Gedanken spielst, wieder fischen zu gehen, was auch immer dieses Fischengehen für dich heißt. Den Glauben an den Nagel zu hängen oder irgendwo anders, nicht bei Jesus einen Neuanfang zu suchen. Dann zeigt diese Geschichte von Petrus, hinter der Wand kann es weitergehen. Der Weg mit Jesus muss an dieser Stelle nicht zu Ende gehen. Du darfst mit deiner Beziehung mit Jesus Heilung erleben und auch Wiederherstellung erfahren. Wichtig ist, dass du dich diesem Dialog mit Jesus stellst. Jesus geht mit Petrus wirklich ans Eingemachte in die Tiefe. Er stellt die Fragen, die wehtun, aber Petrus läuft auch dann nicht weg. Wenn es dir heute Morgen ähnlich geht, möchte ich dich einladen, folgende zwei Dinge zu tun. Erstens das intensive Gespräch mit Jesus selbst zu suchen. Die Bibel zu lesen, sie zu dir sprechen zu lassen. Dir Zeit für das Gebet zu nehmen. Und zweitens dir jemanden zu suchen, der dich dabei begleiten kann, diese Schritte zu gehen. Vielleicht einen Seelsorger, vielleicht einen Gebetspartner. Vielleicht auch jemanden, der dich professionell begleitet. Je nachdem, was für dich gerade dran ist. Hinter der Wand kann es weitergehen. Der Weg mit Jesus muss nicht zu Ende gehen. Einige Zeit später sagt der gleiche Petrus, der Jesus-Verleugner, folgenden Satz, als man versucht, ihm den Mund zu verbieten.
Apostelgeschichte 4, 19 bis 20. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Und dann: Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Was für eine Verwandlung, was für eine Umkehr, was für ein Neuanfang. Da ist auf einmal ein Petrus, der vorher verleugnet hat, der auf einmal frei und offen dasteht und von Jesus erzählt, weil er mit Jesus durch diese Wand durchgegangen ist. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Lass dich heute Morgen herausfordern, egal wo du gerade auf deinem Weg mit Jesus stehst. Komm. Wag es, an Jesus zu glauben, auch wenn es den ein oder anderen Restzweifel gibt. Komm auf uns zu, um Fragen zu stellen, wenn du auf dem Weg der Annäherung mit Jesus bist, um eine Glaubensentscheidung zu treffen. Es ist einen Versuch wert, Glauben an Jesus zu wagen. Sei, bleib dran, Jesus nachzufolgen, auch wenn es dich etwas kostet. Der Lohn ist es wert. Und geh, gib nicht auf, auch wenn du in deinem Glauben gegen eine Wand gelaufen bist. Häng den Glauben nicht an den Nagel, sondern stell dich den Herausforderungen und geh mit Jesus durch diese Wand durch, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und dafür möchte ich beten. Herr Jesus, du weißt, wie es uns geht, wo jeder Einzelne von uns auf dem Weg zu dir oder mit dir heute unterwegs ist. Und du kennst die Punkte, wo wir vielleicht uns fragen, ob es das wert ist, dir nachzufolgen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns dort begegnest, jedem Einzelnen von uns, dass du uns rufst zu kommen, dass du uns hilfst zu sein in deiner Gegenwart und dass du uns herausforderst zu gehen, durch die Herausforderungen mit dir durchzugehen. Herr, du bist derjenige, der uns wieder herstellen möchte und der mit uns unterwegs ist. Herr, es lohnt sich, dir nachzufolgen. Hilf uns, das zu tun. Amen.